euch alleine, kommt der Kastenschringer. Seid ihr alleine, dann kommt der Kastenschringer zu euch zu Hause und springt über Kästen. Wenn ihr glaubt, dass der Kastenschringer ohne euch auskommt, was soll ich dazu sagen? Mal selber, der sich fühlt zu Haus, denn er ist alleine, er ist ein Kastenschringer. Ganz ehrlich, was soll ich dazu sagen? Ich fliege als der Kastenschringer, Kastenschringer. Nichts. Der Kastenschringer, Kastenschringer, Kastenschringer. Blaze, du hast heute Geburtstag. Ich wünsche dir alles Gute und zu deinem Geburtstag, wie angekündigt, spielen wir heute Postradamus 2, die ewige Finsternis. Dein sarkastischer Humor, sowie dein Schwarzhumor, sowie dein sonst irgendwie negativer Humor, darf heute freien Lauf haben. Herzlichen Glückwunsch dafür. Also, es ist Zeit für unseren Schichtbeginn. Postradamus 1 ist plötzlich abgeschlossen, als wir irgendwie gegen Marcel Davis gekämpft haben. Ich glaube, die habe ich dann umgebracht und da wäre es doch okay gewesen, keine Ahnung, was da noch gekommen wäre. Aber wir wissen viele Dinge. Wir wissen, dass Anufe drin vorkam. Wir wissen, dass Shady Schlauchsky als Blockade vorkommt. Es kommt vieles vor, man weiß es nie. Und dementsprechend bin ich jetzt mal gespannt, was er jetzt geplant hat. Ich glaube, es hätte sehr geholfen, wenn ich wüsste, was im ersten Teil passiert ist, oder? Egal! Fangen wir einfach an. Ich muss die Maus da raus. Habe ich gut gemacht, ne? Blaze, geht's jetzt weiter? Oh, hast vergessen, sorry. Also, willkommen zu dem zweiten Teil meines Spiels, Postradamus. Nämlich Postradamus 2, die ewige Finsternis. Oh yeah, ich will kein von dich. Nein! Also, hast du Rüdiger von uns, setz dich so schnell wie möglich von dir abzuhauen, weil sonst bist du tot und so. LOL! Weißt du, hast du immer noch ein Fame für den Namen Plotz, Blaze. Aber hey, die Box ist nicht mehr schwul pink. Nun, hinfort. So, damit du mal dieses Mal genau Bescheid weißt, wo du hingehen musst, mache ich es etwas einfacher. Wenn ich nicht weiß, Weise können nie so gut denken und sind eher beschränkt. Danke, sehr nett von dir. Hust, Sarkasmus, hust. Das weiß man nicht. Overworld. Okay, ich soll jetzt genau diese Part entlang gehen. Nicht da, bleib auf der Spur. Ark. Okay. Ark. Ich muss auf der Spur. Nicht da, bleib auf der Spur. Ark. Okay. Ich mag Ark sehr gerne. Mann, ich muss auf der Spur bleiben. Nicht das Blaze. Ich habe Angst, dass Blaze mich irgendwo hinführt, wo ich nicht hingehöre. Das wäre sehr, sehr traurig irgendwie. Und das will ich natürlich nicht, dass das passiert. Und da bleibe ich genau auf der Spur. Weil das ist wichtig, auf der Spur zu bleiben. Weil wenn man nicht auf der Spur bleibt, dann hat man meistens Probleme. Das wollen wir nicht. Blaze, es ist einfach nur dein Werk gewesen, mich so sehr quälen zu wollen, dass ich irgendwie keinen Bock mehr habe auf dieses Spiel. Ach ja, RPG-Maker-Spiel, weil ich gerade eins mache. Nicht wundern, es kommt noch wieder welche. Jetzt gerade ist ein besonderer Anlass, aber das sagte ich auch bei der Ask-FM-Frage. Bald, bald kommen neue Spiele. Nicht da, bleib auf der Spur. Ark. Ich muss immer Ark, muss ich beachten, weil wenn ich Ark mache, dann ist es sehr schlimm. Da ist ein Fluss. Möchtest du den Ozean betreten? Ja, Bitch. Nö, ja, höflich. Nix da, das ist wohl was. Ich hasse dich so sehr, Blaze. Ich dich auch. Schade. Wir müssen uns nochmal. Möchtest du den Ozean betreten? Nö. No. Das war nicht Rüdiger. Möchtest du den Ozean betreten? Under the sea. Wee, wee, wee. Yee. Kannst du mal die Fresse halten, Blaze? Kapitel 1. Schwarzlantis. Es wird alles so schwarz in diesem Spiel. Hallo, Matze. Oh mein Gott, ich bin so Audi-Junge. Wer bist du? Ich bin... Pass auf, es ist Alufe. Schwarz! Es ist euch bestimmt mittlerweile aufgefallen, dass Blaze einen sehr, sehr schwarzen Humor hat. Blaze, halt, wie kannst du gleichzeitig Erzähler und NPC sein? Ich bin kein Erzähler, ich benutze nur dieses Megafon hier, echt praktisch. Okay, und was ist nun unsere Aufgabe? How can we help? Tja, die Stadt Schwarze Lande sind von komischen Typen mit weißen Anzügen bedroht, ihr müsst uns helfen. Ah, wie kommen wir da hin? Ich tippe euch hier dahin und ein schwarzes Loch. So, ja, kannst du das? Ja, ich hab so meine Tricks, falsches Spiel, sorry, Willi. Was? Schon okay. Jedenfalls habt ihr irgendwelche, das war, glaube ich, wie hieß es nochmal, Vampire's Dawn? Egal. Jedenfalls habt ihr irgendwelche Fragen zu irgendwas, bevor wir loslegen? Ja, Marcel Davis. Was mit den Typen mit Marcel Davis 1 und 1 HQ los? Die waren alle so komisch. Ja, Marcel hat mit einer Gehirnwäsche als Stadtbewohner und Bombs dazu gezwungen, bei 1 und 1 zu arbeiten. Hier hat Rüdiger sich als einziger geweiht, da er Besseres zu tun hatte.
als Alter. Also hatten Marcel und Schlauskei den Plan, Rüdiger zu vernichten. Jedoch ist dieser Plan durch dich gescheitert. Ah, da haben wir jetzt den Plot, was passiert ist am Ende von 1. Nachdem du Marcel besiegt hast, hat er sich zurückgezogen, hat ein neues Leben begonnen, arbeitet jetzt bei Aldi als Propagandaminister. Ach ja, und es heißt, Schlauskei soll immer noch sein Unwesen treiben. Jetzt habe ich ihn lange nicht mehr gesehen. Es geht das Gerücht um, er habe sich ins Dunkelland zurückgezogen. Willst du noch etwas wissen, Herr Dummrede? Herr Dummrede ist schon seit länger hinter dir her, da du und Alex seinen Dimensionstool zertört habt und ihr Rache an euch auch ausüben will. Er hat einen Pakt mit Satan geschlossen, welcher ihm die Macht verlieh, ohne Dimensionsstufe von Ort zu Ort zu reisen. Kurz darauf hat er Satan umgebracht, das hat seine neue Gestalt. Hä? Wieso ist er so geheim? Ich dachte, du Lukas beherrscht die geheime Macht der Geheimung. Herr Dummeries hat diese Technik vor vielen Jahren zufällig entwickelt, aber Lukas hat sie übernommen, hat sie daraufhin perfektioniert. Wieso habe ich davon eigentlich nichts mitbekommen, wo ich die ganze Zeit in der Nähe von Lukas bin? Gib acht, Matze, Herr Dummeries ist momentan der stärkste Dunkellord, den es überhaupt gibt. Insgesamt gibt es momentan drei Dunkellords. Der erste ist Herr Dummeries, der zweite ist Dunkellord Hack, den du schon im Wurzel gibt, welcher gleichzeitig der Herrscher des Dunkellands ist. Und der dritte ist ein Unbekannter, den ich nicht kenne, aber du bist ihn auch schon begegnet. Möchtest du noch etwas wissen? Schwarzelandes. Schwarzelandes ist eine versunkene Stadt, die von einem Schwarzen in der gesamten Welt bewohnt wurde. 1865 ist diese Stadt von Ozean verschluckt worden. Es gibt einige Verschwörungstheorien, wieso die Stadt versagt, das ist alles nur dummer Aberglaube. Die Schwarzen leben nach wie vor in der Stadt weiter, sie haben halt nur, naja, Kiem und so. Übrigens, Blade ist das schwarz. Möchtest du noch etwas wissen? Nö. Okay, gehen wie... Ist was? Matze, hinter dir. Monsterfisch emerged. Okay, ich habe noch Rüdiger und Matze dabei. Okay, wir müssen Maggi benutzen, IC-Teile. Und außerdem, Warn des Versagens. Rüdiger, auf zu lachen. Was für ein Mann. Boah, shit, ich weiß, dass du gelacht hast. IC-Teile, Kotzung. Monsterfisch kann keine Gnade, ey. Muss alles einsetzen, was ich habe, um diesen Monsterfisch zu besiegen. Die Sounds sind so übertrieben laut. Ich glaube das alles gar nicht. Okay, wir machen das so. Okay, damit ist alles nicht mehr ganz so übertrieben laut. So, damit habe ich schon. So, bam, bam, bam. Wir hauen ihn voll auf die Fresse. Took no damage. Oh shit. Wieso muss ich ja gegen so einen scheiß Monsterfisch kämpfen? Kann er nicht einfach sterben? Ja, es ist ein Monsterfisch. Es ist ein Monsterfisch. Blaze, ich habe verstanden, es ist ein Monsterfisch. Blaze, es ist ein verfickter Monsterfisch. Jetzt lass mich endlich aus dem Kampf rausgehen. Danke. Das ist doch nicht so schwer. So, ich habe Geld und XP bekommen. Wow, das war knapp. Schnell, wir wollen keine Zeit mehr verschwenden. Excelsior! Okay, Excelsior, fick deine Mutter, Blaze. Oder so ähnlich. Keine Ahnung. Entschuldigung, du bist schwarz, da darf ich solche Witze nicht machen. Das ist natürlich nicht witzig da. Ramsch. 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 Und natürlich benutze Sounds aus dem CGH-Album. Ich will hier schon wieder gegen den Monsterfisch kämpfen. Wo ist Blaze auf einmal dabei im Team? Seit wann? Ach ja, stimmt ja. Blaze hat sich ja angeschlossen. Aber wieso hat er mir nicht geholfen? Stopp, was ich hole. Was geht ab? Ich weiß es nicht so ganz. Und diese Musik macht es auch nicht besser. Formation, es ist doch egal. Was geht ab? Ein schwarzer Typ aus Düsseldorf hat sich angeblich in die verguckt. Nein, das stimmt nicht. Ein sehr ruhiger und sympathischer Gesell, außer wenn man einen YouTube-Poop anmacht. Wow, das ist Rüdiger, ja. Ist aber auch nicht mehr Weehawk LP. So, was ist das? Ein komischer Anime-Effekt, wenn man abschaut, Quellenberichte habe mal Neger ertränkt. Nein, nicht schon wieder. So, was haben wir hier? Hilf uns, der KKK hat alle Schwarze in Tierverwandlung. Jetzt sehe ich so flauschig aus. Könnt mich selber pflücken. Halte durch, Bruder, oder wie man sagt, watch out, Nigger. Blaze, really. Yo, homie. Seht ihr, das ist der Grund, damit muss ich mich jeden Tag beschäftigen, wenn der mal Livestream ist. Entschuldigung, wenn ich hier ein bisschen harsch zu ihm werde. Das ist ja sein Geburtstag, sowas darf ich nicht sagen. Aber, na, eigentlich muss ich sowas sagen, weil er hat es sich verdient. So, wie ist Magic Opis Laden übrigens? Dieses Haus, diese Form. Als wenn ich es aus einer anderen Zeit kenne, zum dritten Mal. Irgendwas stimmt hier nicht. That's right, Red Motherfucker. Ach ja, der Magic Opis. Wieso muss er eigentlich immer wieder kommen? Jeder mal schon hier kommen kaufen. Kannst du aufhören, mein Spiel nachzumachen? Pass auf, jetzt hat er bestimmt daran gedacht. Geil, ist hier das drin umsonst? Auch nimm's einfach mit, ich habe unendlich. Mann, ich hasse dich, Blaze. Nur weil ich dich letztes Mal darauf angesprochen habe, dass du nicht alles perfekt übernommen hast, kommt der und macht alles perfekt nach. Jo, geil. Eissee gefunden. Scheiß, Déjà-vu. Okay. Ein Profi von Magic Ophis Rüstung steht nicht zum Verkauf. Oh Mann, ich hasse dich so sehr. Jo, mach den Opa pro Déjà-vu. Okay, was haben wir hier? Wir können Strong Stuff. Magic Opium, Schöschgrägi-Soße und Sickes Pep kaufen. Was zur Hölle? Bärenmarke Vanille ist echt geil. Du weißt ja, es ist besser. Ja, ist es auch so. Dinner. Rüdiger findet wahrscheinlich auch das.
Rüdiger, es tut mir so leid. Rüdiger, auf zu lachen übrigens. Ist es Strongstar? Ja, Magic Opium, komm kiffen, du Arsch. Ja, Mike, ich weiß. Okay, importiert aus dem Restaurant Matze. Okay, und Zick ist fett, voll Zick. Oliloi. Das nehme ich mit, weil das hört sich witzig an. Und ich nehme noch mit Eistee. Danke, DK, danke. Ja, so, der hat ja gesagt, soll ich ein bisschen was von kaufen, damit ich nicht sterbe. Kack mal wieder vorbei. Okay, habe ich gemacht. Ey, ich nehme mir einfach ein NT4 mit. Geil, ja, okay. Ich nehme ganz die Eise mit, warum auch nicht? Ich nehme ganz die Eise mit, warum auch nicht? Ich schiete mir den Eise dazu, denn nur der Eise Man weiß das nur, weil ich bin der Eise Man und weiß nicht, weil er ist der Bösewicht nicht, du Arsch. Days, du blöder Pisser. Entschuldigung. Wir gehen aber weiter. Hier durch Schwarzlandes. Und sie haben natürlich noch mehr zu sehen, Schwarzlandes. Zum Beispiel. Oh mein Gott. Vielleicht ist nicht dein Ernst. Heilige Mutter Darwins. We are off after we scope all the floor. Halt die Fresse. Mal Rüdiger. Okay, nicht vom Magic Opie so wahnsinnig. Richtig, wer macht denn sowas? Woho, Arschloch. Wer war das? Woho, Schwanz. Das gefällt mir nicht. Tourette Omis back, Bitch. Was? Arsch. Sie macht mir Angst. Wieso muss eigentlich immer alles so durchdrehen? Entschuldigung. Schwanz. Ah. Kann ich jetzt mit dir reden? Ausgerissene Seiten aus Mein Krampf. Ah, erinnert mich an deine Frisur. Ach, kommt halt Maul, Blaze. Er ist momentan übrigens gar nicht so, weil die gerade frisch geschnitten worden. Also, gekontert. Was haben wir hier noch? Ja, falls die Musik ein bisschen wahnsinnig macht, macht euch nichts raus. Macht sie mich auch. Aber es ist wohl angesagt heutzutage, sowas zu machen. Weil, warum auch nicht? Schwanz. Warum? Ein KKK-Tisch mit Laken. Ein Steintisch aus Stein. Ein Holztisch aus Holz. Returns. Okay, Entschuldigung. Geht wieder. Mein Gott, ihr Wichser. Oh Mann, wie sind Sie jetzt so aggressiv, Mann? Ausgerissen sein. Ja, okay, Blaze. Sack. Ja, auf, tut so eine leere Kiste aus. 100 echten leer. Also, eine Kiste voller Rauhnackenbärte. Kannst du auch mit durchzudrehen, Oma? Sieh geil, du Arsch. Ja. Lass das bisschen schnell wie möglich von dir verschwinden. Deal. We are off. Oh meine Güte, Blaze, das ist ein verficktes Problem, Mann. Das ist nicht mein Werk. Wisst ihr, hat es nicht verdient, beleidigt zu werden. Auschwitz, denk mal, zum 75-Jährigen, ich hasse dich, Blaze. Blaze, was? Mann, ich hasse ihn! Wo ist er so, wie er ist gerade? Oh Mann, ich hab so Hunger, ich rieche die ganze Zeit schon Chicken, aber ich weiß nicht, woher der Geruch kommt. Ah, Ironie, ich liebe dich. Blaze, das ist sehr unangenehm. Stirb Kartoffel und das ist rassistisch gegen Deutsche. Wow! Okay, dankeschön. Diese Musik macht es ja auch nicht besser. Dieses ganze Spiel ist so rassistisch wie sonst was. Geh mir weg mit deinem blöden Riesenfischler, Alter. Ja, dann bewege ich ihn halt. Weißt du, ich mache jetzt voll fertig, deinen blöden Riesenfischler. Weil der geht am Arsch vorbei. Der lässt sich als einziges sterben, Blaze, wenn es drüber ankommt. Nur, dass du es weißt, ey. Du bist der Erste, der stirbt. Wenn dieser blöde Fisch jemand tötet, dann bist du es. Nur, dass wir schon mal darüber geredet haben. Ja. Max, wie laut die Kämpfe sind im Vergleich zum Rest des Spiels. Kann der Fisch mal sterben, dankeschön. So. Mal ein Rauhnacken-Level erreichen wir sogar. Das ist ja wunderbar. Ich freue mich sehr. So, was ist hier drin, Blaze? Guten Abend, Ladies und Gentlemen. Neger, ich heiße Frido und ich sage euch, ihr schlimmsten Nachtmare. Was ist ein Nachtmare? Ein Albtraum, verhalteter Begriff. Wo weißt denn du das? Scrub, 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 all the floors. Na gut, Fridolin, zeig uns eure schlimmsten Nachtmare. Oh, so sei es. Dessen Nachbar soll ich euch zeigen. Mein zuerst. So sei es. Okay, mein schlimmster Nachbar. Ich bin wichtig, ich bin wichtig. Es ist Alufe, es ist Alufe. Ah, mach das weg. Das war echt ziemlich schlimm, ja. Ich geh weg mit Alufe, ey. Okay, als nächstes. Wow, okay, als nächstes kommt Rüdiger. Also gut. Rüdiger ist für... I'm ready for the round, Nackenbar. Rüdiger, you must die. Okay, toll, Rüdiger. Und was ist mit dir? Jo, aber wieso nicht? Tötet alle Neger. Ah, der KKK. Okay. Vielen Dank für Ihren Besuch. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Bis irgendwann mal, Fridolin. Gesundheit. Okay, er ist weg und hat sich wegteleportiert. Ist hier noch irgendwas, was man nicht wissen sollte? In diesem geheimen Ort? Nee, das war alles. Das war anscheinend Fridolin. Man weiß es nicht so ganz genau. Na egal, wir gehen aber weiter. Blaze, du bist so ein widerlicher Mensch.
Geh mir weg mit deinem Monsterfischen, ehrlich. Ah, Star Wars Escape. Okay, Blaze, weißt du was? Ich geh jetzt einfach hier rein. KKK-Basis. Wo war die Abkürzung nochmal? Niemand weiß es. Ah. Ist ehrlich, der Kuckucks-Clan. Hattest du einfach nur keinen Bock, das aufzuschreiben? Okay. Ich verstehe das gar nicht, was du gegen die hast, Blaze. Ich verstehe dein Problem mit den Leuten hier nicht. Das sind doch alles ganz liebe Leute. Ja, ja. Die Kuckucks-Clan-Mitglieder sind schon in der Erholte, das Kreuzheuer bei irgendwann Laser. Ah, Blaze ist der Mensch, der mit schlechten Witzen um sich rumarbeitet und sich dann auch noch freut, wenn jemand zu seinem Geburtstag seine schlechten Witze vorschlägt. Vorher noch zeigen. Weil dann ist Blaze besonders glücklich. Machen wir so. Maggi, Eistee-Teile. Wollen es versagen. Sonst Dunkelfetzung. Fetzung der Dunkelheit. Oh, ich weiß, dass du gelacht hast. Ey, nur weil ich schwarz bin, ey. Boah, Alter, wieso hat Blaze mich schlagen, ey? War ja wieder klar gewesen, ey. Blaze macht unendlich viel Schaden. Was ist hier? Nichts. Ist das hier so ein Ding, wo viel zu viel passiert? Ach, egal. Ich geh aber... Halt mal. Ach so, das kommt immer weiter. Yeah, Rassismus! Was ist ein verficktes Problem, Blaze? Okay. So, was ist das? Wir machen Dunkelfetzung. Das ist eh das Einzige, was wirklich Schaden macht. Hier, guck mal, wie viel Schaden der Scheiß macht. Ey, das ist viel zu viel. Und das ist das Einzige, was wir machen. Immer Dunkelfetzung. Und dann ist das Ding auch schon geregelt. Ja, mach deine Dunkelfetzung und diese Leute sterben ja alle. So, wer macht das denn? Warte mal. Musst du die Ausrüstung nochmal angucken und uns eigentlich gleich. Das kann auch nicht schaden. Blaze ist noch dunkle Lerin. Dunkel Ocarina learned. Dankeschön, Blaze. Also, Arbeitskleidung. Rauhnackenbarsch, ui, ich bin ein Fischi. Und Baumwollpullover, selbst genäht. Wieso hasst er sich selbst eigentlich so sehr? Rüdiger hat den Hotel Mario-Schüssel, der Number. Was? Und Stelzen, die braucht er. Ja, weil er so klein ist natürlich. Schwuler Block, Vergewaltigung, okay, geht wieder. Und das ist so Only Jacket, aus echten Elefantenleder. Das ist wirklich so. Da hast du recht. Okay, wollen wir mal gucken, was hier passiert. Das ist immer noch die KKK-Basis übrigens. Ich weiß nicht, wo man noch lang gehen kann. Ich weiß nur, dass wir... Hier ist nichts. Ich will nicht mit der Kuckucks-Clan-Leuten kämpfen. Ist dir das noch nicht aufgefallen? Weg hier. So, die muss man mit einem Schlag töten. Dann dort. Scheiße, jetzt bin ich hier wieder rausgekommen. Ich hasse dich, Blaze. So, okay, geh wieder raus. Ohne Worte. Jetzt sind wir schon wieder in den Rap-Areal, das sich immer weiter verfolgen wird, weil es Spaß macht, mich damit zu quälen. Aber okay. Wie lange soll ich jetzt laufen? 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 Blaze, wie lange soll ich jetzt laufen? Blaze, du hast diesen Korridor nur so lange gemacht, diese verdammte Musik hören muss. Blaze! Hab ich ja nicht. Mein Gamepad nochmal. Irgendwo hier hinten. Da ist es. Ein Strohkreis. Chemische Energie konnte in elektrische umgewandelt werden. Die Natursprache versucht, aber nein, jetzt durfte man nur die toten Fische den Bauch ausschneiden. Doch Heringe stanken schnell und Forellen waren teuer. Halt, stopp! Ihr dürft erst durch, wenn ihr mein Quiz gelöst habt. Okay, es sind einige Fragen. Es sind einige Fragen zu erstellen des Spiels. Wie du verkackst, ich helfe dir nicht mit den Fragen. Ach du Scheiße. Also gut, Frage Nummer 1. Welche Stadt ist Blaze geboren, Düsseldorf? Da hat wohl jemand schlecht aufgepasst. Sie sagen, es war die offensichtlichste, jedoch leider falsch. Fick dich, Mann! Ach, sind einige Fragen zur Stelle des Spiels. Wie du verkackst, ich helfe dir nicht mit den Fragen. Okay, welche Stadt ist... Hawaii? Willst du mir jetzt echt sagen, dass du woanders geboren bist? Du bist in Hagen? Richtig, Trivia. Blaze ist erst als der 5er nach Düsseldorf. Fick, wir wohnen, müssen aber immer... Fick dich. Okay, Frage Nummer 2. Aus welchem Land kommt Blaze Familie? Dunkelland. Das ist eine lustige Wurscht, aber leider komplett falsch. Okay, halt schon. Ja, Mann, ich hasse dich, Blaze. Okay. Er ist in Hagen geboren. Ja, weißt du, wer noch in Hagen wohnt? Mach dir mal lieber Gedanken.
Kenia, Iran, so kommt es aus dem Iran. Richtig, Trivias Blaze ist ein Iraner geboren, sein Vater in Shiraz. Er selbst ist aber ein verfickter Deutscher. Die letzte Frage, wann ist Blaze Geburtstag? Richtig, Trivia. Wenn du Blaze einfach zu seinem Geburtstag schenkst, dann bitte auch ein Vortrag bei Crazy Traumwinter in den Gekiss und du hast ja schon das Video bekommen. Jo, herzlichen Glückwunsch, du Spaß, du hast alle Aufgaben gelöst. Du darfst im Weiß und nächsten Raum. Yeah! Stellt mal jemand diese Scheißmusik ab! Nö. Verdammt, Lara! Okay, Entschuldigung, macht der Gewohnheit. Schon okay? Okay, Lara mit ihrem komischen Franzosenhut immer auf dem Bild. Okay, du guckst nach dem Thronsaal, ist angekommen. Wow, das ist ein echter Thronsaal hier, das Ganze hier. Alter, Blaze, das ist ein verficktes Problem, Mann, ey. Ich töte jetzt hier alle mit meinen coolen... Wow, er hat etwas Neues gelernt. Okay, Mann, ist Schwarm. Naja, gut. Gleich nehmen wir ja neue, stärkere Angriffe. Dunkle Ocarina lässt die Ohren bluten. Okay, machen wir einfach mal. Hauen wir nicht. Was kommt dann? Flöt. Und es macht genauso viel Schaden. Okay. Aber hat wahrscheinlich Flächenschaden, den man einsetzen kann. Warum sollten wir das also nicht nehmen? Okay. Let's party for Victorious! Monsterfisch learned. Hier ist er wieder beworen. Learned. Okay, das ist echt schlecht. Für Kalimdor! Aber diese scheiß Déjà-vus. Ja, es wird gerade an eine andere Serie von mir erinnert. Aus lang vergessener Zeit. Mit einer traurigen Hintergrundgeschichte. Aber es darf das Gesamtwerk darf niemals vergessen werden, dass es wundervoll gewesen ist. Und dass es mir trotzdem riesen Spaß gemacht hat, das Ganze zu machen. Vergesst das niemals, meine Freunde, die mich hier gerade verstehen. Vergesst das niemals. Stehe dafür immer noch ein. So, Alufe, verpiss dich, ey. Ach, Mann. Will nicht gegen Alufe kämpfen oder was auch. Alufe, bleibt stehen. Relevant. Kill it with fire. Okay, wir haben Alufe vernichtet. Das ist das Wichtigste. Okay, wo komme ich jetzt lang? Ach, hier oben, okay. Das ist ein Weg. Dankeschön. Deine verfickten Kuckucksladen mit mir, ne? Die gehen mir gar nicht auf den Sack hier die ganze Zeit, wie sie hier herumstehen und nichts tun. Dankeschön. So, also machen wir den hier, machen den hier. Und wir kloppen einfach weiter drauf. Ich weiß, dass du gelacht hast. Ey, er lost seine Balance jedes Mal, ey. Kein Wunder, dass er erstmal seine Balance wiederbekommen muss nach den Worten des Versagens. Da macht der Gegner nichts, das ist ziemlich cool. Also das Wort des Versagens sollten wir die ganze Zeit einsetzen, weil macht der Gegner irgendwie nicht. Das ist ziemlich cool. So. So, ihr könnt einfach auf ihn raufhauen. Da ist doch gleich tot, müsste eigentlich sein. Was ist was Victorious? Wir haben wieder Shit bekommen. Dankeschön. Ich habe auch diesen Stoff aus dem URS mitgenommen. Was bringt eigentlich sickes Pep? Sickes Pep geben wir mal Blaze. Ich weiß nicht, was es gebracht hat. Okay, egal. Eistee, DK, danke. Gut, wir heilen uns einmal. So, wir haben uns jetzt geheilt mit Eistee. Haben uns ein bisschen was mitgenommen. Und wir speichern einmal ab. Man weiß ja nie, was passiert. Bei Gehalt abholen. Ich habe auf euch gewartet. Wer bist du? Bist du ein Dunkellord? Nein, ich bin der Lord des KKK. Okay, des Kuckucks-Clans. Der Hüter des Rassismus. Der Erwinder Rassenschlechter, der Friedensfreier, der Gott der Intoleranz. Das darf man nur machen, weil er selber eine Randgruppe von diesen Menschen ist. Ich bin... Falsches Wort. Komm schon! Freddel. Okay, was machst du hier? Tja, aber weißt du, Freunde, dies ist eine lange Geschichte. Da hat er nichts für es begann alles 1865, als der KKK gegründet wurde. Warte, 1865, das ist das gleiche, an dem der Schwarze Landesversagen. Ganz genau, meine Artgenosse. Wir wollten den Schwarzen den Chaos machen, also beschloss er die Zivilisation den Erdpunkt gleich mal zu versenken. Das darf er echt nur machen, weil er selber noch vom Mann, ich hasse die Blaze. Warte mal, jeder hat die Stadt zum Singen gemacht, das ist eine Ungeheuerlichkeit. Das ist etwa ein Schwarzer. Nein, ich bin ein umgekehrter Michael Jackson. Ja, genau, ich war mal, weiß jetzt aber nicht mehr. Gefickt eingeschädigt. Boah. Wow. Ich bitte euch, das ist die älteste Lüge der Weltgeschichte. Da ist der Schwarze unser kleines Geheimnis. Können wir euch leider so leid, es wie tut, töten. Warte, Freddel. Kakamiki Rassistenlord Freddel Emerge. Wow. Also, das wird ja immer schlimmer mit euch hier. Wiederbeworen. Ich weiß ganz genau, dass du gerade lachst, Rüde Rüger auf zu lachen. Ist wirklich so. Geh auf den Rassistenlord Freddel. Und dunkle Ocarina wird eingesetzt. Ey, geil. Monsterfische Tag. Ey, die werden alle gerade so heftig getötet, ey. Von meinen coolen Attacken. Ey, können sie nichts machen, ey. Nichts können sie machen. Nicht mal Freddel kann was gegen mich machen, ey. So, Monsterfisch. So, Wurm des Versagens. Und die dunkle Ocarina wird wieder eingesetzt. Da, was macht ihr gegen meine coole Musik? Oh, die alle so. Oh, shit. Ich bin der Monsterfisch Hack.
Oh shit, ey, benutzt das Kreuzfeuer. Oh, was sollen die Schwarzen nur dagegen machen, ey? Was sollen die Schwarzen nur dagegen machen? Da bleibt nicht mehr viel übrig. Muss er einfach mal sagen. Leute, das ist ein nach einem anderen wegfetzen hier. Machen wir mal den Monsterfisch. So, damit hätten wir jetzt die Leute alle besiegt. Haben leider keine Magiesachen gekauft. Das war mein Fehler, aber. Also müssen wir hier Freddy jetzt so einmal wegboxen. Den boxen wir einfach so weg hier mit unseren coolen Angriffen. Weil der wird jetzt so weggekloppt, einfach hier Blaze. Du kriegst einfach pure Schläge von uns hier, Blaze. Rassismus, er ist zu stark. Okay. Ey, oh shit, ey, wir können nichts gegen ihn machen. Also wie ihr seht, der Freddy dreht völlig durch mit seinem Rassismus. Warum auch gerade im Freddel, man weiß es nicht so ganz genau, ist er auch Mitglied in der Zuschauer-Konfi, die wir haben. Aber warum er jetzt gerade hier eine wichtige Rolle spielt, das weiß ja wieder keiner. Na gut, heilen wir uns erstmal. Das kann auch nicht schaden. So, haben wir uns geheilt. Und somit sind wir wieder bereit, weiter gegen den Rassisten-Lord zu kämpfen. Warum auch immer er so viel Energie... Warum ist eigentlich so alle Gegner so viel Energie haben? Es ist ja nicht so, als würde mir der Kampf am Arsch vorbeigehen, weil der Kampf Ewigkeit hier geht. Ich kann schon wieder aus meinem Buch vorlesen, glaube ich, schon wieder, wenn ich hier will. Also, eine Reiseleitung, Entschuldigung. Und Forellen waren teuer, wenigstens waren Kuba und noch erlebt. Weil wegen des Rinders sollte man lieber Schweine ausverwenden. Sie lieben die so, wenn die Linse aus ausgebreitetem Zeitungspapier fiel und ein Wort des Artikels vergrößerte. Da wurde es endlich mal ruhig. Mals ist doch Rauhnacken Level 8. Rüdiger ist doch Rauhnacken Level 8. Blaze ist doch Rauhnacken Level 11. Okay. 8, Entschuldigung. Wie Abschleppe. Toll, wir haben den Kuckucksclan. Boss ungenied, was nun? Keine Ahnung. Leute, teleportieren uns erstmal hier raus. Excelsior! Wieso kann er das eigentlich auf einmal immer? Wow, das war krass. Ich glaube, wir sollten uns erstmal eine kleine Außer der Oberfläche gönnen. Vielleicht in der Kneipe, gar nicht weit von hier. Wert. Deal. We are off. Kapitel 2, Nazi-Jäger Budo. Oh! Oh shit, ey, jetzt geht der Scheiß hier ab. Nazi, das ist so. Was zur Hölle? Weißt du, es gibt noch so viele ungelöste Fragen. Zum Beispiel, was ist mit Schlauchgang? Unser Dunkelort Hack geschehen. Tja, wenn du wirklich darauf eine Antwort finden möchtest, müssen wir übel ins Dunkel laden und Sachen auf die Schliche kommen. Wisst ihr, ich vermisse Angry Mihawk. Er war ein Teil von mir und jetzt ist er einfach weg. Für immer. Warum eigentlich? Und das ist jetzt der Grund, warum ich das Spiel, warum ich das Video jetzt nicht gewerblich finanzieren darf. Weil jetzt kommt die Wirtsmanns-Gaudi oder Wirtshaus-Gaudi. Genau so war es, glaube ich, gewesen. Ey, komm, immerhin hast du noch uns. You must die. Was zur Hölle? Ein Bier. Bitte. Denkst du wirklich, wir dulden hier solche Typen wie dich? Na los, verschwinde! Alter, klar, du weißt doch, was passiert, wenn ich geoständig war. Ja, dies ist dir durchaus bekannt. Offizier Gunther. Offizier Gunther, ein Nazi-Offizier, der gerne mal die Bürger dieser Stadt terrorisiert und seine Macht als Offizier bei jeder Gelegenheit gerne mal ausnutzt. Also, wo bleibt jetzt mein Bier, du alter Sack? Dein Bier kannst du dir abschminken. Wer hat das gesagt? Das war dann wohl ich! Im Ernst jetzt? Niemand legt sich mit Budo an. Warum kommt auf einmal Budo mit ins Spiel? Nazi-Jäger Budo ist ein geheimnisvoller Rebell, der sich gegen die Regierung stellt. Sein Ziel ist es, die Regierung zu stürzen und die Nazis welche an der Regierung sind, jagen. Ups, sieht so aus, als hätte ich versehentlich den Trigger betätigt. Boah, ist ja krass drauf, in der Tat. Sollen wir ihn fragen, ob er uns hilft, ins Dunkelland zu kommen? Keine schlechte Idee, er scheint ja stark zu sein. Wow, meine Arbeit hier ist getan. Hinterher! Warum ist Alufe eigentlich schon wieder da? Bleib hier, Alufe! 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 Du bist so relevant, Mann! Alufe, ein Faggot. Nein, Matze! Alufe, was willst du? Willst du von meinem Tag erfahren? Das war sehr informativ, interessant. Nein, nein, die dritte, nein. Dankeschön, dass du uns eigentlich sagst. Also, es begann damit, dass wir heute Morgen aufwachen. Was ist toll, ich hab Nein gedrückt. Und da war dieses komische Geräusch. Also, es war alles immer die Fall so ging. Okay, das ist nicht lustig. Mach, dass er aufhört. Okay, schon mal so viele verschiedene Käsesorten. Ich wusste nicht, welche am besten für Grüße geil. Bitte mach irgendwas, hört sonst nicht auf. Dunkel wird so. Ah, meine Augen. Danke. Okay. Oh Gott, ist verschwunden. Yo, Holmes, was soll abgehen? Stiernacken want to search gegen irgendwas aus CGH. Okay. Nein! Schwuler Block! Nein! Diese Mikroqualität von damals. Schwuler Block! Naja, ich bin auch nicht mehr das, was ich einmal war. Ha, Alk. Schwuler Block! Guten Abend, Werther. Was darf ich Ihnen bringen? Warte mal, kennen wir uns? Block. Was wollen Sie, Werther?
Die kommen mir so bekannt vor. Also ich kann Ihnen versichern, dass Sie noch nie Smalls nicht sehen haben, sondern Sie müssen mich jemand verwechseln. Na, ist jetzt auch egal. Such einen Bulu, wissen Sie, wo er wohnt. Dann hat sie... So würde die Person übrigens wirklich reagieren. Also es ist Hartz IV-Empfänger und hat eigentlich kein Zuhause. Das ist sehr irritierend. Wurde von da, er lugert irgendwo auf der Straße rum. Da habe ich mir schon beinahe gedacht, dass er Hartz IV empfängt. Diese beklopfte Sozialchance sieht nicht mehr ansatzweise reich aus. Alltag wird irgendwo ein komischer Typ, der mir bekannt vorkommt. Immer wieder gerne. Kommt echt bekannt vor. Ach ja, ich bin auch nicht mehr das, was ich einmal war. Okay, Entschuldigung. Kann ich jetzt endlich hier rausgehen? Dankeschön. Das ist das Pub gewesen. Da ist der geheime Budo in der Ecke. Heimatze. Wieso muss eigentlich überall... Heimatze. Überall ein Lufe sein. Heimatze. Das wirst du büßen. Drei Eis hier halten. Geil, kann ich alle umbringen? Das wirst du büßen. Geil, ich will alle Eis, ich muss alle umbringen. Also die sterben nicht, ne? Doch, die sterben. Du musst ja alle Alufes müssen in Fort gehen. Alle Alufes müssen in Fort gehen. Alufe, ich bring alle Alufes um, die hier sind. Gott, Alufe! Nein, nein, oh Gott, ey, mach die alle weg. Mach die alle weg. Du rechnest nicht damit, dass die alle töten, ne? Kommt jetzt eine Alufe! Okay, einmal weg hier. Okay, einmal nochmal. Ich muss hier in die Ecke drängen. Weg damit. Muss alle Alufes umbringen. Alle Alufes müssen weichen. Okay, komm her, du Arsch. Du kannst hier nicht weg. Ja, Alufe. Was machst du dagegen? Heimatze. Wenn ich alle Alufes weg habe. Da war es noch einer. Da war es nur noch einer. Und ich habe ihn hier eingesperrt. So, das wirst du büßen. Eis hier halten. Ha, ich habe alle weg. Okay. Ich hab's getan. So. Also ich muss weitergehen, muss weiter gucken gehen. Was haben wir hier? Oh nein, das ist die verrückte Oma wieder, oder? Ich habe das Gefühl. Entschuldigung, haben Sie vielleicht einen gewissen Budo gesehen? Psst. Ich wollte doch nur psst. Aber ich. Psst. Und psst. Aber psst. Wir. Psst. Zeus. Mein Kopf ist das einzige Buch hier, aber dafür ist das Beste überhaupt. Okay. Sie. Okay, Blaze, das geht jetzt echt zu weit. Boah, Spaß, es gibt wieder einen Unmensch. Sie, Kato. Schon besser. Da stimme ich zu. Das ist das original Halo-Bild von Alex aus einem gewissen Spiel. Moment mal, bist du nicht der Dunklok aus Worms? Hey, ja, schön, ich kann euch sagen, wie ihr zu Budo kommt. Echt, und wie? Think outside the box. Was? Ich wusste doch, dass du immer noch so dicht bist wie da. Also egal, du musst aus der Stadt raus. Da links am Rand entlang, da werdet ihr ihn finden. Also sind Lachen wach an Stadteingang. Die habe ich schon erledigt. Nun geht, Arschlöcher, geht. Warte mal, sag mir doch jetzt eigentlich, wer du eigentlich bist. Ein Dunkelort, mehr sage ich nicht. Bis bald. Was zur Hölle? Warte! Salami-Fritten, Mann, dumme alte Sprüche. Ich hasse dich, Blaze. Oh, Mann, ey, zählt die Male, wo ich hasse dich, Blaze, sagt man mir aus. Okay, lustiger Ort hier. Ein sehr lustiger Ort hier. Sollten wir mal hier rausgehen. Und weiter gucken, was in dieser Stadt so zu finden ist. Wo zum Kuckuck sind wir? Und wieso ist die Box wieder schwul pink? Und dich zu provozieren. Mach die Box wieder blau, bitte. Na gut. So, jetzt wissen wir aber immer noch nicht, wo zum Kuckuck wir sind. Geh doch mal durch den Gang. Jii. Toll, Rüdiger, toll. Oh nein. Willkommen zurück, eine weitere Episode in dem Muse Reismarkt. Natürlich ging es um anschaulich, aber sie könnten nicht jeden Tag mit den Greifenflex kommen, den regalationsversetzten Regenwürde und den papslosischen Sabberhunden. Die Uramen gab es im Naturkundemuseum. Feuchtbar barrage, fluoreszierende Knochen, blickende Knöpfe. Ich bin euer Gastgeber, Josef Goebbels. Alter, ich habe keinen Bock auf den Scheiß. Mir egal, also kommst du erstmal, es geht um 530 Mark. Welchen Jahr übernahm Adolf Hitler? Blaze, kannst du dich mal am Arsch lecken? Ja, kommen Sie nicht mal. Ich kann nicht einfach das Geld nicht, ich hab keinen Bock auf den Scheiß. Wollt ihr, dann verpiss dich ja. Ja, hier sind alle 530, 500 Geld erhalten. Dankeschön, ja, das war schräg. In der Tat. Ich hasse dich, Blaze. Okay, was haben wir hier? Feuer, komm, kaufen, du Arsch. Ich hab sogar den Eistee, aber nimm mal, ich hab unendlich. Ich nehme mal den Eistee mit, okay?
Ich hab ja nicht so viel. Jojojo, mach den Opa froh. Dinner. Steinsuppe, es gibt nichts Besseres. Hahaha, wer wagt Vanille? Hahaha. Steinsuppe, hahaha. Menschig Opium, hahaha. Frag mal wieder vorbei, hahaha. So, was haben wir noch hier? Die haben wir noch. Toll. Heilen und beschützen. Deine Wunschwahl, bleibe stets auf dem Pfad des Schamantheismus. Oh shit, ich weiß, was ich. Willkommen in der Heilung des Dudes. Hier könnt ihr trainieren und stärker werden. Abschauen, um charmanter zu werden. Möchtet ihr euch dem Dude, stellen? Ja, Bitch, nö. Ja, höflich. Verpiss dich. Entschuldigung, das war meine zweite Bossform. Okay. Willkommen in der Heilung des Dudes. Möchtet ihr euch dem. Dann viel Glück, edle Krieger. Kann ich auch was anderes nehmen? Kann ich auch Nein sagen? Nö. Okay, das geht auch. Was soll's. Jetzt brauche ich noch Ölvergewaltigen. Okay, geht wieder. Verdammt, Lara! Okay, alles klar. Wo ist der denn? Die Prüfung des gesegneten Jesus. Die Prüfung des Hyper-Jesus. Die Prüfung des Jesus. Ey, geil sind die Jesus aus dem gewissen Spiel. Oh shit, hier kann ich jetzt farmen gehen, oder wie? Los, geh weg, Mauszeiger. Das ist nichts zu suchen. Okay. Jesus, Jude-Lebo emerge. Ist hier einfach auftauchen. Okay, wir müssen den Jude-Lebo hier töten. Hat er aber nicht die originalen Angaben, wie viele Statistiken wir haben. Das merke ich nicht jetzt schon, sonst wäre er nicht schon längst tot. Tja, Dude Nebo, was machst du eigentlich in meinem Spiel? Eine sehr gute Frage, wenn du mich fragst. Aber auch den kriegen wir tot. Was ist so, Dude Nebo? Was soll schon passieren? Jetzt mal im Ernst, stirb Daniel. Du hast keine Berechtigung weiterhin hier so lange zu überleben. Ja, aber er kann seine Balance looten, das ist das Gute. Geil, er ist tot. Cool. Ich hab's geschafft. Das war der normale Jesus. Bis welchen Jesus-Level geht's eigentlich? Es geht bis die Prüfung des Dude Lebo. Ich will mal gucken, was hier passiert. Gehalt abholen. Kommt dann auch dieselbe behinderte Musik? Hat er die auch genommen von der Voyage? Mal sehen, ob die Voyage kommt. Nein, macht er nicht. Es ist der Daniel Lebowski, der Dude Lebo. Oh shit, ey. Der macht ihn jetzt fertig, ey. Den kann ich nichts anhaben. Den kann ich nichts anhaben, Leute. Nur damit das euch klar ist. Dunkel Ocarina. Oh shit, ey. Monster Fish Attack und Flöhn. Also, oh shit. Und er macht super viel Schaden. Tja, Dude Lebo. Mal sehen, ob wir dich besiegen können. Oh shit, ey. Er loost seine Balance. Okay, das ist das Wichtigste. Wenn er seine Balance loost, dann kann er nichts machen. Also habe ich schon automatisch gewonnen. Durch das Warn des Versagens versagt auch der liebe Dude Lebo. Tja, Dude Lebo. Zu viel Schaden hat noch niemanden geschadet, würde ich mal sagen. Yeah. Jetzt mal zurück. Ey, Rüdiger sorgt dafür, dass Daniel keine Chance hat, ey. Das ist natürlich ziemlich cool. Machen wir ihn weg, ey. Okay. Hau immer weg, den Scheiß. Oh man, bläst eigentlich Neger-Dinge. Okay. Wie unfair dieser Attacke einfach ist. Wenn die Gegner nicht im Untergehen sind, habe ich automatisch jede Runde gewonnen. Das ist das Beste überhaupt. Naja, egal. Ich habe ja genug Warn des Versagens. Es kostet ja noch nicht mal Mana, Warn des Versagens zu machen. Also warum nicht verwenden? Oh mein Gott, aber er hält ganz schön viel aus, das muss ich einfach lassen. Dann machen wir den, machen wir den, machen wir den. Aber du lebst. Oh, der hat sich schnell regeneriert. Ey, Blaze darf nicht sterben. Den muss ich mit Eis-Zeugs heilen. Okay, machen wir den hier. Yeah, geil! Und dann so Eis. Okay. Das klappt ja eigentlich ganz gut hier, ne? Immer Balance. Oh, scheint, er hat die Balance nicht geloost. Das könnte schlimm werden. Okay, doch, er hat die Balance geloost, ey. Okay, dunkle Fetzung war dann einsetzen gegen ihn. Immer die Balance loose. Oh shit, da ist gestorben. Ein Geld bekommen. Hast du es noch Raunang? 9, 9 und 9. Das hat sich doch gelohnt, würde ich sagen. Okay, damit haben wir den Dude Lebo besiegt. Das war eine sehr heilige Aufgabe. Und wir können wieder gehen, würde ich sagen. Warum ist eigentlich ein Ring drüber? Als Zeichen. Die besten Rüstungen? Wie kann ich euch helfen? Oh nein. Das ist ja sicher, könnte man kaputt machen. Sache, Säcke mit Geld. Da war echt eine ganze 500 Geld drin. Mehr dummer Scheiß. Ein Buch, mein Krampf. Da war jetzt jemand schneller. Da lag sicher etwas Wertvolles drauf. Da ist ja gar nichts echt. Das ist ein Bronze, Silber und Goldschrank mit Holzlackierung. Echt schwul. Was? Dumme gelbe Blumen, so wie die Chinesen. Oh nee, diesmal kein Bock, rassistisch zu werden. Boah, du denkst wohl echt, du wärst tolerant, oder? Jetzt Reisadler, das eskaliert. Mann, ich hasse die Blaze. Jojo, ich komme aus Düsseldorf, nicht aus Itzehoe. Go, go.
Okay, alles klar, da wollen wir gucken. Mit der Solo. Wir können auch Endgame-Equipment kaufen. Den Squadalar-Teppich. Okay, das ist natürlich zu stark. Das macht alles um, wenn du brauchst dafür Cheat Engine. Cheaten, um zu cheaten. Die Versuchung ist groß. Die Versuchung ist sehr groß.